Schalte das Ding wieder ein. Bereithalten. Zu Befehl. Ich habe unsere Systeme isoliert und zusätzliche Firewalls installiert. Ich bin bereit, jedem Hacking-Versuch zu widerstehen. Verstehen Sie mich? Ja. Werden Sie mich angreifen? Nein. Entschuldigung für diesen kleinen Cut. Mir ist gerade aufgefallen, dass das Mikrofon nicht eingestöpselt war, aber ich dachte mir, ich lasse die Cuts hier noch kurz abspielen. Danach habe ich kurz einen Cut gemacht und das Mikrofon mit eingestöpselt. Also, ja. Jedenfalls, damit hallo, herzlich willkommen zurück zum Let's Play. Wir werden erst mal unseren lieben neuen Gefangenen verhören. Sie haben an Bord des Reaper meinen Namen gesagt. Kennen wir uns? Wir wissen von Ihnen. Sie meinen, weil ich gegen viele Geth gekämpft habe? Wir sind uns nie begegnet. Nein, wir beide nicht. Aber ich habe andere Geth getroffen. Wir alle sind Geth und wir sind Ihnen nie begegnet. Sie sind Shepard, Commander, Allianz, Mensch. Hat Heretics bekämpft, wurde von Kollektoren getötet, auf der alten Maschine wiederentdeckt. Alte Maschine? Alte Maschine? Meinen Sie den Reaper? Reaper, ein Name, der dem Aberglauben der Proteaner entstammt. Wir nennen diese Lebensformen die alten Maschinen. Ich möchte sagen, die Synchronstimme von den Geth ist einfach so extrem geil. Egal ob Englisch oder Deutsch, die Stimmen von Maschinen mag ich generell immer. Sie scheinen erstaunlich viel über mich zu wissen. Extranet-Datenquellen, ungesicherte Übertragungen. Alle gesendeten Daten organischer Wesen werden empfangen. Wir beobachten sie. Damit ist eigentlich die Aussage, ja, mehr oder weniger bestätigt, dass die Geth überall eigentlich in der Galaxis eigentlich fast überall Bescheid wissen, außer vielleicht von extrem schwer bewachten Informationsquellen, aber das wissen wir nicht. Aber, Alter, was die erst an Daten gespeichert haben müssen. Beobachten Sie mich oder organische Wesen allgemein? Ja. Was jetzt? Beide. Ich liebe es an Antworten. Was meinen Sie mit Heretics? Geth schaffen ihre eigene Zukunft. Die Heretics haben die alten Maschinen gebeten, ihnen eine Zukunft zu geben. Sie sind nicht länger ein Teil von uns. Wir haben die Hardware der alten Maschine analysiert, um unsere Zukunft zu schützen. Schutz? Sind die Reaper auch für Sie eine Bedrohung? Ja. Man muss sagen, Shepard stellt eine Frage und beantwortet sie einfach direkt. Sollten Sie andere Maschinen angreifen? Wir sind anders als Sie. Stehen außerhalb Ihrer Pläne. Ja gut. Was für eine Zukunft bauen sich die Geth auf? Unsere. Also kein Verbündeter der Reaper. Wir sind Gegner der Heretics. Wir sind Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der Heretics. Kooperation dient gemeinsamen Zielen. Aber na, ich liebe dieses Gespräch. Wollen Sie sich uns anschließen? Ja. Und wie soll ich Sie nennen? Geth. Ich meinte Sie als Einzelperson. Wir sind alle Geth. Wie heißt das Individuum, das vor mir steht? Es gibt kein Individuum. Wir sind Geth. In dieser Plattform sind zum jetzigen Zeitpunkt 1183 Programme aktiv. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Ich möchte sagen, ich liebe dieses Gespräch hier, allerdings verging das doch ein bisschen zu schnell. Also, keine Frage, es ist absolut geil, dass wir einen Geth haben. Übrigens mein Lieblingsrasse aus Mass Effect. Endlich kann ich mehr dazu erzählen, weil ich ja nicht so viel spoilern wollte, bevor wir ihn hier bekommen. Ja, das passt. Bibel der Christen.
Markus Evangelium, Kapitel 5, Vers 9. Wir akzeptieren das als passende Metapher. Wir sind Legion, ein Terminal der Geth. Wir werden uns in die Normandy integrieren. Wir erwarten den Datenaustausch. Ja, wir haben einen Geth. Ich freue mich. Ich freue mich, dass wir endlich ihn haben. Ich find's einfach. Ich muss es ehrlich gesagt schnell sagen, ich finde es absolut beschissen von BioWare, dass man ihn so spät am Ende von Mass Effect 2 bekommt. Also man kann ihn theoretisch natürlich extrem früh holen, allerdings wird eine gewisse Sache passieren. Die alle Mass Effect 2 gespielt haben, wissen, was passiert. Jedenfalls, das ist absolut geil. Das ist mein absolutes Lieblings-Crewmitglied von allen. Ja, auch mehr als Garrus, mehr als Grunt und mehr als alle anderen. Ich mag ihn einfach, der ist super. Und wir werden ihn jetzt auch auf Wege mitnehmen. Shepard Commander. Wir haben unsere Analyse des Reaper-Datenkerns abgeschlossen. Oh, und was haben Sie rausgefunden? Haben Sie was Verwertbares gefunden? Wir wurden zu der alten Maschine geschickt, um die Zukunft der Geth zu retten. Wir können jetzt Details darüber offenlegen. Die Heretics haben eine Waffe zum Einsatz gegen die Geth entwickelt. Sie würden es ein Virus nennen. Es ist auf einem Datenkern gespeichert, den die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Mit der Zeit wird uns das Virus verändern und zu der Schlussfolgerung bringen, dass die Verehrung der alten Maschinen richtig ist. Übrigens, die Heretics, das sind all die Geth, die wir in Mass Effect 1 und in 2 größtenteils getroffen haben. Oder eigentlich alle Geth, abgesehen von Ihnen hier natürlich. Die Fernlieben. Entschuldigung, ich hasse es, wenn ich niesen muss. Meine Aufnahme. Ja, jedenfalls, wie ich schon vorab sagte, die eigentlichen Geth sind nicht feindselig und wollen auch keinen Krieg gegen uns führen. Das ist auch nur eine kleine Splittergruppe. Und ich muss schon wieder niesen. Sekunde. Oh, ja. An alle danke, die Gesundheit gesagt haben. Und warum mussten sie dann zur Leiche des Reaper? Die Heretics speichern den Code in einem Quantenspeichermedium, das die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Um das Virus zu finden und zu zerstören, müssen wir seinen Code und seine Datenspeicherstrukturen verstehen. Und ein toter Reaper macht da meistens Sinn, weil da noch am besten Speicherkerne raus diesen können und ja. Das Virus würde also allen Geth die Logik der Heretics verpassen und dann würden alle Geth gegen die organischen Wesen in den Krieg ziehen? Ja, die Geth glauben, dass jedes intelligente Lebewesen selbstbestimmt sein sollte. Die Heretics glauben das nicht mehr. Sie sind der Ansicht, dass es besser ist, uns eine ungültige Schlussfolgerung aufzuzwingen, als weiterhin mit dieser Spaltung zu existieren. Man muss sagen, die Geths sind von allen Rassen mit die vernünftigsten, die es gibt. Ich dachte, man könnte Geth nicht hacken oder mit einem Virus infizieren. Wenigstens nicht für länger als ein paar Sekunden. Veränderte Programme werden aus dem Archiv rekonstruiert. Neuinstallationen werden gelöscht. Diese Waffe der Heretics führt zu einem minimalen Fehler in unseren Basis-Runtimes. Das entspricht in etwa ihrem Nervensystem. Eine Gleichung mit dem Ergebnis 1,33382 wird als 1,33381 berechnet. Das verändert die Resultate sämtlicher höherer Prozesse und führt zu anderen Schlussfolgerungen. Das ist, muss man aber sagen, ist schwer zu erklären. Der Grund, warum Sie die Reaper anbeten, ist also ein Rechenfehler? Das ist schwer zu erklären. Ihr Gehirn funktioniert sowohl chemisch als auch elektrisch. Wie VIs bestehen sie aus Hardware und Software. Wir sind ausschließlich Software, Mathematik. Die Schlussfolgerungen der Heretics sind für sie gültig. Unsere Schlussfolgerungen sind für uns gültig. Keine davon ist an sich ein Fehler. Eine Analogie. Heretics sagen, 1 ist weniger als 2. Geth sagen, 2 ist weniger als 3. Ja, ich liebe diese Gespräche. Würde es freigesetzt? Wie schnell würde sich das Virus bei Ihrem Volk ausbreiten? Wir sind über ULG-Kommunikationsbarken vernetzt. Die meisten würden sich innerhalb eines Tages verändern. Isolierte Plattformen würden unbehelligt bleiben, bis sie wieder im Netzwerk hängen. Oh, das ist nicht gut. Wissen Sie, wo dieses Ding ist? In der Hauptstation der Heretics, am Rand der Terminus-Systeme. Wir werden die Koordinaten liefern. Für eine ungefährdete Annäherung sind die Tarnsysteme der Normandy nötig. In den Terminus-System? Sie bauen Stationen in den Terminus-System? Wo ist dieses Ding? Zwischen den Sternen. Organische Wesen haben keinen Grund, dort nachzusehen.
Aber warum bauen sie überhaupt Stationen außerhalb des Geth-Gebiets? Die Heretics wollen durch die alten Maschinen verbessert werden. Im Austausch dafür helfen sie ihnen bei Angriffen auf organische Wesen. Wir missbilligen diese Vorgehensweise. Es ist aber man muss echt sagen, wie sich das gewandelt hat. Man denkt einfach, wenn man Mass Effect überhaupt nicht kennt, dass in der ersten Teil die Geths die absolut Kuchenbösen sind mit den Reapern. Und hier, das ist doch nur eine Splittergruppe, in Wahrheit sind sie gar nicht so schlimm. Wie lautet der Plan, sobald wir an Bord sind? Die Geth werden das feindliche Netzwerk stören und verhindern, dass die Verteidigung der Station sich auf uns konzentrieren kann. Der Reaper-Datenkern ist physisch vom Netzwerk getrennt. Wir brauchen eine Eskorte dorthin, damit wir auf die Daten zugreifen und sie löschen können. Ja. Mit was für Verteidigungssystemen müssen wir rechnen? Im All mit keinen. Auf der Station mit mobilen Plattformen unterschiedlicher Konfigurationen und mit Verteidigungsgeschützen ohne eigenes Bewusstsein. Wie viele Geth? Es handelt sich um Milliarden individueller Programme. Oh. Zum Glück sind die meisten im Zentralcomputer aktiv. Die meisten? Es sind immer nur wenige mobile Plattformen gleichzeitig im Einsatz. Bei Bedarf werden weitere hergestellt. Die meisten, aber schon bei Milliarden ist, ja, wir werden schon sehen. Ich werde nicht zulassen, dass Ihre Spezies einer Gehirnwäsche unterzogen wird. Schon gar nicht, um Reaper zu verehren. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wir beginnen umgehend mit den Vorbereitungen. So. Ich denke, wir beeilen uns mal schnell, um die Mission zu erledigen. Da haben wir es erledigt. Ja, wir werden mit Legion noch einiges zu sprechen haben, wenn das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Alle wichtigen Upgrades sind eigentlich drauf. Ich frage mal Joker. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ich denke, die Nachrichten lese ich am Ende in der letzten Folge nochmal zusammen. Wir haben einen Geth an Bord und er ist kein Gefangener. Yep. Ist das zu glauben? Der Commander hat mehr Geth erledigt als irgendjemand sonst. Der hier muss was Besonderes sein. Der ist auch was ganz Besonderes. Es gibt durch ihn, muss man sagen, sind die... Ich glaube... Die Geth sind durch ihn in den kompletten neuesten Licht gerückt, das kann man echt so sagen. Joker! Aha, Geth. Auf dem Schiff. Geth. Wir sind doch alle völlig wahnsinnig. Ach, komm schon, Joker. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Im Moment schon. Ja gut, ja gut. Ich habe den Daumen gebrochen, aber ich glaube, die Mission. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Also, die Normandy ist bereit. Sämtliche Upgrades vorhanden, alles besser denn je. Aber was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ja, das einzige Crew-Mitglied, was noch fehlt, ist natürlich Legion. Wir werden mit Ihnen noch ein paar Gespräche noch haben, deswegen habe ich auch so viele Missionen noch übrig gelassen. Nur durch jede neue Mission bekommen wir neue Gesprächsthematiken, die man mit Ihnen reden kann. Jetzt wird was Interessantes passieren. Bin mal gespannt. Ab zum Massenportal. Schwarzschild. So, ein bisschen mehr Schild. Tanken, danke. Übrigens, wenn man, glaube ich, Cerberus den Geth-Ebel gibt, habe ich mal gelesen. Ich habe es selber noch nicht ausgetestet. Ich meine... Den würde ich niemals freiwillig hergeben, aber fürs Let's Play, also wenn wir böse spielen, würde ich das mal machen, um zu zeigen, wie es so ist. Oder mal 3, je nachdem. Wir können helfen, dafür nichts offen ist. Ja, habe ich mal gelesen oder mal gehört, ich muss ich mal selber gucken, bestimmt irgendwas mit 1 Million Credits oder 750.000 Credits. Legion helfen, das Meer der Stürme. Station. Ich muss sagen, die Station sieht absolut ziemlich cool aus und passt zu den Geth. Ach ja. Achso, die war bekannt, die Station, aber die hat man eben halt entfernt von den Sternenkarten, okay? Hm.
Letzte. Auf der Heritage Station Relikt sie nennt, befinden sich ein Datenkern der GEF, der mit der Signalprojektion über gewaltige Entfernungen senden kann. Ungefähr 6,6 Millionen Kopien von GEF-Software sind auf der Station gespeichert. Warte. Sagt die Legion nicht gerade vorhin etwas, dass da die Plattform an sich, also nicht die laufende Plattform, sondern die Software, die da rumschwirmt, also die GEF an sich selber, Milliarden haben? Das sind 6,6 Millionen Kopien von GEF. Doch falsch. Ja, dann hörte ich mich doch eher lieber an Lickens Aussage. Gespeichert. Der große davon körperlos aus Surfern, die nur in Bedarfsurf-Plattformen mit Beinen heruntergeladen werden. Die Population der Station von Plattformen mit Beinen beträgt ungefähr 2,4 Millionen. Also, jeder, der da gerne eine Invasion starten will, in der Station selber, muss da ganz schön eine Armee mitbringen. Also, bedenkt immer noch, die Heretics, das ist ihre Hauptstation, sag ich jetzt mal, haben immer noch eine militärische Macht. Bedenkt immer noch, sie sind immer noch in anderen Sternsystemen und überall noch in der Gasse ist noch verstreut. Und laut Codex, habe ich doch selber durchgelesen, meint, dass es so 5% der gesamten GEF-Streitkräfte wären oder die Gesellschaft der GEF. Wenn das stimmt, dann ist es ziemlich kackenkrank. Gesamtlänge 20 Kilometer. Okay. Die Dicke der Außenpanzerung 8 Meter. Bruttogewicht 1,55 Milliarden Tonnen. Population 6,6 Millionen Kopien, 2,4 Millionen Plattformen, davon 1 Million eingelagert. Okay, 1,4 Millionen müsste dann einfach in der Station irgendwo auf Patrouille sein. Ich habe da keinen Spaß. Davon 1 Million eingelagert. Na, geil. Nun gut. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Edi meinte, wir müssen das Shuttle nehmen. Legion, schön dich mitzuhaben, freut mich. Jetzt sind wir alle vollzählig. Nun winde ich dich am besten hier mit. An sich wäre Talia an sich eine gute Möglichkeit. Aber wir wissen ja, wie sie so mit den Geff ist. Naja. Außerdem, glaube ich, in den meisten Let's Plays oder in den meisten Videos, man kann Mass Effect eingeben und über Legion ein bisschen. Und da sind viele, da ist ein deutsches YouTube-Video, wo Legion mit Talia mit am meisten dabei ist, also Migrantenflotte, ja, hier bei der Heretic-Station. Aber nicht alles wird angedeutet, also vielleicht merkt man einen extra Part für Mass Effect Wissen, beim Mass Effect Wissenskanal, um alle Zitate von Legion in ein Video zu verpacken. Wäre bestimmt cool. Aber wen nehme ich mit? Ich kann mir Samara mal vorstellen, was sie mit ihrem Codex das sagen würde. Ja. Na gut, Panzerbrech Munition nehme ich eigentlich selten mit. Betäubungsschuss, ja. Krimmunition benutze ich auch nicht. Betäubungsschuss wäre mal eine Alternative, Mann. So. Ach, Legion, ich mag ihn. Griffin Putzgewehr nehme ich mit, macht Sinn. Da kann ich mit Abstand mit Flammenmunition und Disruptor-Munition mehr Schaden machen. Ja, ansonsten passt. Ihnen ist klar, dass nur unsere Wärmeabstrahlung abgeschirmt ist? Ein Blick aus dem Fenster und Sie sehen uns kommen. Fenster sind Strukturschwächen. Die Gäste benutzen das nicht. Nähern Sie sich der Hülle an diesen Koordinaten. Zugang erfolgt. Wir können weiter folgen. Ach, Joker. Ja, komm. Wird doch richtig spaßig werden. Achtung. Diese Einrichtung verfügt nur über wenig Luft oder Gravitation. Ich möchte anmerken, dass mit den Fenstern kann gut oder schlecht sein.
die Geth haben wohl sehr gute Sensoren und im Normalfall würden sie alles entdecken, aber ich meine, macht irgendwie auch Sinn, dass sie ohne Fenster machen. Die Fenster sind eigentlich schon für die Panzerungsstruktur sprechen, weil man da einfach durchschießen kann. Wird man uns nicht entdecken? Die haben doch sicher Alarmsysteme gegen Eindringlinge. Die Sensoren wurden reduziert. Wir haben ihr drahtloses Netzwerk infiltriert und die Datenspeicher mit Zufallsdaten gefüllt. Ja, okay. Und das hilft uns jetzt weiter? Die Heretics müssen diesen Datenmüll bereinigen. Dazu haben sie sich in lokale Netzwerke partitioniert, um parallel arbeiten zu können. Jeder Alarm ist auf diesen Raum beschränkt. Nur ein Zugriff auf den Systemkern würde überall auf der Station Alarm auslösen. Überall? Wir haben hier eine Arbeit zu erledigen. Also los. Shepard Commander, wir kamen zu dem Schluss, dass die Zerstörung der Station die einzige Lösung des Problems mit den Heretics darstellte. Nun gibt es allerdings eine zweite Option. Ihr Virus lässt sich umstrukturieren und wenn wir es dann in das Netzwerk der Station leiten, werden die Heretics umgeschrieben und müssen unsere Wahrheit akzeptieren. Was auch immer diese Geth zu Individuen macht, stirbt jedenfalls dabei. Wer das Sein und das Wesen einer Person verändert, tötet sie damit. Im selben Körper lebt dann etwas völlig Neues. Naja, stimmt schon. Allerdings müssen dazu sagen, wenn es theoretisch stimmt, dass die Viper halbwegs auch Maschinen indoktrinieren oder hacken können, könnte man aber auch dazu meinen, dass die Geth, die 5% theoretisch, auch von den Reapern gehackt wurden und eigentlich auch ihre Wesen eigentlich rausgenommen wurde. Ja. Warum haben Sie das nicht gesagt, bevor wir an Bord kamen? Wir wussten nicht, dass das Virus schon fertig ist. Das wusstest du schon. Das kann gegen die echten Geth jederzeit eingesetzt werden. Wir sind genau zur richtigen Zeit gekommen. Ja, dann geben wir mal richtig mal Gas. Es sind Ihre Leute, Legion. Sie müssen doch eine Meinung haben. Es sind neue Daten. Wir haben noch keinen Konsens gefunden. Wir werden im Verlauf der Mission zu einem Schluss kommen. Ich würde bei einer organischen Spezies keine Gehirnwäsche machen und ich wüsste nicht, warum ich bei den Geth anders verfahren sollte. Die Überlegung ist irrelevant. Wenn wir sie nicht umschreiben, zerstören wir sie. Darum sind wir hier. Zögern Sie jetzt nicht. Sie werden Ihre Spezies auslöschen, weil Ihre Götter es so wollen. Sie können mit ihnen nicht verhandeln. Sie kennen weder Mitgefühl noch Gnade oder Furcht. Ich habe vergessen, Nick und das Geth-Impulsgewehr zu geben, wo es, glaube ich, bei den Standard sein sollte. Na gut, jetzt sind wir auf einer Geth-Station. Oder eine alte Quarianer-Station, die von den Geth jetzt umgebaut wurde, also von Heretics. Ich freue mich auf die Mission. Außerdem, meine Batterie geht langsam leider irgendwie leer und falls das passieren sollte, mal einen kurzen Cut. Ja, das sind die Alarm-Dings da. Wenn man drauf tritt, gibt es plötzlich Alarm. Ja. Wenn ich mich das recht entsinne, ist das hier entweder ein Fahrzeug oder ein Jäger. Und ich denke, das ist eher ein Jäger. Also die Station selber verfügt auch über Jäger. Legion, du hast vergessen, was zu sagen. Aber solange sie die Sensoren und sich der Erkennung patrouillieren. Ja, schon gut. Ich bin gleich dabei. Hier sind mehrere Jäger. Auch da oben wahrscheinlich. Also die Station verfügt auch über... Ja, Jägermaßnahmen. Nun gut. Danke, Legion, dass du das unmissverständlich klar gemacht hast. So, Alarm ausgeschaltet. Diese Computer wurden aus verwertbaren Ressourcen gebaut. Wir könnten sie mitnehmen. Ja, warum nicht? 3000 Credits. Warum sind die Heretics mit diesen Verteilern verbunden? Das sind mobile Plattformen. Hardware. Die Crew ist Software, die über den Zentralcomputer der Station miteinander kommuniziert. Klingt sehr praktisch. Das verstehe ich nicht ganz. Die Heretics sind mit dem Hauptcomputer verbunden, um Datenspeicher und Programmupdates auszutauschen. Wir werden komplexer, wenn wir uns zusammenschließen. Auf einer einzigen Plattform isoliert zu sein, bedeutet Reduzierung. Wir sehen weniger, wir begreifen weniger und es ist ruhiger. Wenn Sie Daten austauschen, Erinnerungen, wie behalten Sie dann die Übersicht, welche Ihre eigenen sind? Wie bleiben Sie Sie? Es gibt nur wir. Wir wurden geschaffen, um untereinander Daten zu teilen. Der Unterschied zwischen einzelnen Geth liegt in der Perspektive.
Wir sind viele Augen, die dieselben Dinge betrachten. Eine Plattform registriert etwas, was eine andere nicht sieht. Und so kommt es zu verschiedenen Beurteilungen des Eindrucks. Man muss echt sagen, die Geth sind von durch allen Maschinenrassen, die ich kenne, in unterschiedlichen Science-Fiction-Universen echt die vernünftigsten und klügsten. Ich verstehe Ihre Unentschlossenheit, was die Heretics angeht. Was immer Sie mit ihnen machen, fügen Sie sich irgendwie auch selbst zu. Ja, sobald Sie zu uns zurückkehren und Ihren Speicher uploaden, teilen wir Ihre Erfahrung, verändert zu werden. Jede andere Spezies, die ich kenne, würde von einer derartigen traumatischen Erfahrung seelische Narben davontragen. Es ist nicht klar, ob man Geth überhaupt traumatisieren kann. Wir empfinden Schmerz nicht so wie Sie. Die Ergebnisse können wir nicht voraussehen. Gehen wir weiter. Ja. Ach, ich mag Lichon so gerne. Der ist einfach toll. Auch unter den Mass Effect-Fans, soweit ich das beurteilen kann, und in unterschiedlichen Foren und YouTube-Kommentaren oder was auch immer, mögen die meisten auch Lichon sehr gerne. Wir können die Kontrolle über jeden Verteidigungsgefechtsturm übernehmen. Sie werden uns kurzzeitig unterstützen und sich dann selbst zerstören. Okay. Übernehmen Kontrolle. Übernehme direkte Kontrolle über diese Form, was? Nee. Übernehmen Kontrolle. Hallo, da kommen welche. Hallo, komm die mal raus. So. Geld für ihren eigenen Waffen schlagen. Jetzt geht's kaputt. Man darf sich echt nicht vorstellen, auf Wahnsinn gegen 2,4 Millionen Geld zu kämpfen. Das ist der pure Wahnsinn, da kommt man nicht durch. Dieses Level gehört zu meinen Lieblingsleveln. Weil man so viel mehr Infos von den Geth bekommt. Nehme unteres Ziel ins Visier. Okay, das könnte interessant werden. Einverstanden. Beziehen gesicherte Position. Okay. So, machen wir das bitte. So, erst die beseitigen. Auch hier drin benutze ich keine Fenster. What the fuck? Warum leckt das? What the fuck war das? Tschüss. Ich weiß nicht gerade, was das gerade war. Und ich finde, der Alarm klingt irgendwie cool. Alarm, Alarm und tschüss, Alarm. Mehr Geld. Mehr Geld. Yeah. Tschüssi. Nächstes Ziel. Weißes Blut, also synthetisches Blut. Ja, Legion kann kurzzeitig die Heretics hacken, aber das hält nicht ewig an. Dass die Heretics aber hier keine Sensoren gegen organische Eindringlinge haben. Okay, Legion hat selber gesagt, dass sie die Sensoren blockiert haben, also okay. Raus. Ich muss auch sagen, die Geth erinnert mich ein bisschen von optischen her wie an Bärenskampfdruiden ein bisschen. Ja, noch ein kleines Stück. Bärenskampfdruiden sind die Kampfdruiden aus Star Wars Episode 1. Die kriegt auch natürlich auch in Episode 2 und 3 und in Clone Wars auf, aber in Episode 1 sind sie am meisten präsent. Oh, hi. Erwischt.
so gehackt. Okay, hier ist keiner mehr, alles ist auch. Das tut mir nicht, tut mir leid. So, wir müssen da lang. Mal gucken, wir uns hier ein bisschen um. Alter, wie die Station hier aufgebaut ist. Hier sind auch noch Jäger. Wenn das über die anderen Etagen auch so ist, dann dürfte die Station mehrere hundert oder bis gar tausend Jäger haben. Ich kann mir durchaus mehrere tausend Jäger vorstellen. Echt krank. Schon allein ein Jäger übermacht, kann schon Schlachtschiffe und andere große oder andere gewissen Teil der Flotte besiegen. Das darf man nicht unterschätzen. Ich kann mir auch sogar gut vorstellen, dass andere kleine Schiffe, kleine Fregatten der GAF auch sogar hier andocken können. Für eine große Verdammungsstation nutzen können. Und so weiter, ihr wisst, was ich meine. So. Da lang müssen wir. Raffiniertes Polonium, okay. Die Station besitzt jedenfalls Rohstoffe. So. Irgendwie passt aber die Rüstung auch hier gut, was blaulich gehalten ist. Sie haben uns gesehen. Ah, das war ein bisschen früh, Legon. So. Was glauben Sie, wie groß ist dieser? Die Station ist über 15 Kilometer lang. Der Raum erstreckt sich vermutlich über die gesamte Länge. Er meint wohl den Raum hier. Ja, man kann deutlich sehen, dass es sehr weit geht. Ein GAF-Terminal umgehen. Macht man auch nicht jeden Tag. So. Wunderbar. Ich rieche Geld. Oder technische Daten. Das sieht interessant aus. GAF-Schildverstärker. Gut, das ist gut für Legion und für mich. Da kann ich meine Schilde verbessern. Man kann sogar die Kräfte so stark verbessern, dass man sagen kann, ich benutze GAF-Schilde. Da kann man immer wieder schnell seine Schilde hochheilen und extrem verstärken damit. Das ist echt praktisch. Über 15 Kilometer lang. Ja, eigentlich 20 Kilometer laut Codex. Ja. Man muss eigentlich gemäßigerweise sagen, dass der Kanon von Mass Effect aber sagt, dass das, was im Spiel gesagt wird, über den Codex steht. Das wird sogar Mass Effect 1 im Hauptmenü gesagt. Ich glaube, ich habe es mal in Let's Play, glaube ich, mal in Mass Effect 1 mal erwähnt. Wie bei hier so rumfliegt. Die GF braucht recht eine bessere Kurzkraft. Das scheinen echt Jäger- oder Bodenfahrzeuge zu sein. Aber ich denke, es macht Sinn, dass es, komm, Jäger sind. Eins. Zwei, drei. Vier. Nicht, dass mich irre. Okay, die haben das ein bisschen reingeklappt. Ein bisschen, oder? Okay, ich glaube, in diesem Raum sind schon über vier Jäger schon drin. In diesem kleinen Raum, über vier Jäger. Oder das ist ein... Die sind jedenfalls so geparkt, als wären sie einsatzbereit. Also das ist der Lagerraum. Also, ich kann mir echt gut vorstellen, je mehrere Ebenen man durchgeht, ich meine, die Station ist über 20 Kilometer lang, mehrere Kilometer breit, ja, und so weiteres, da kann man sich vorstellen, je nach Deck, wenn immer mehrere vier Jäger sind, kann man sich mal ausrechnen, okay, es sind nicht überall wahrscheinlich Jäger, aber es ist wahrscheinlich echt eine Menge. Wenn ich persönlich schätzen müsste, würde ich sagen, hier sind ungefähr... Ja, die GAF sind Maschinen, die brauchen weniger Platz. Minimal 1000, maximal bis 6000 Jäger. Denke ich mal. Und das ist echt eine Menge. Wie gesagt, das ist eine grobe Schätzung. Schrei nicht so, ich habe mich beinahe erschreckt, Samara. Oh Gott. So, schnell wieder bei der Dank. Tschüss. Ah, das sind die Nächsten. Silberarbeiter,
Übrigens benutzt Legion grundsätzlich nur Scharfschütze und Sturmgewehre. So. Auch das nächste Geld noch abgrasen. Ich frage mich, wie man die rausschaffen will. Man muss sie entweder mit einem Aufzug nach oben bringen oder so. Aber jedenfalls sind Fahrzeuge oder die Raumjäger, eins zu beiden. Jedenfalls hier drin ist eine gesamte Invasionsstreitmacht drin. Und der Verteidigungsmacht, je nachdem. Was ist das? Prozessor. Jeder enthält tausende von Geth. Nehmen Sie uns wahr? Sie nehmen uns nicht mehr wahr, als Sie die Zellen in Ihrem Blut. Okay. Der ist anders als die Verteiler, die wir bisher hier gesehen haben. Das ist eine Datenbank. Sie enthält einen Teil der gesammelten Erinnerungen der Heretics. Moment, wir haben Kopien unserer aktuellen Patrouillenrouten in dieser Datenbank entdeckt. Das bedeutet, die Heretics haben Runtimes innerhalb unserer Netzwerke. Wir wären gar nicht hier, wenn die Heretics eine Freundschaft mit den Geth anstreben würden. Warum sollten sie sie dann nicht ausspionieren wollen? Sie verstehen nicht. Organische Lebewesen kennen die Gedanken des Gegenübers nicht. Geth schon. Wir sind nicht misstrauisch. Wir akzeptieren einander. Die Heretics wollten weg. Wir haben ihre Gründe verstanden und es deshalb zugelassen. Zwischen uns herrschte Frieden. Man muss echt sagen, die Geths sind echt sehr, sehr, sehr nett eigentlich. Sie wollen einfach nur ihre Ruhe haben und das ist verständlich. Sicherlich haben sie auch Fehler in der Vergangenheit gemacht. Aber ich sag schon mal vorab, wie wenn ihr noch mehr zu den Quarianer-Geth-Konflikt wisst, die Quarianer tragen meiner Meinung nach zu 90-80% Gesamtschuld und demnach ist das mehr ihr Fehler. Es hätte nicht ewig so weitergehen können. Es gab Uneinigkeit darüber, welchen Weg ihre Spezies einschlagen sollte. Die Geschichte der Menschen ist voller Blut, das wegen unterschiedlicher Ansichten über Herrschaft und das Jenseits vergossen wurde. Bei den Geth ist das nicht so. Wir hatten in derlei Fragen einen Konsens. Wie konnten wir so verschieden werden? Warum verstehen wir einander nicht mehr? Was haben wir falsch gemacht? Noch vorab, ja, die Geth-Quarianer-Konflikt wird noch ein bisschen auftreten in Mass Effect 3. Aber da werden wir auch richtig merken, dass die Geth in Wahrheit in dem Morgenkrieg mehr oder weniger richtig die Unschuldigen sind und die Quarianer die Schuldigen. Nur vorab schon mal gesagt. Wenn Individuen getrennt werden, machen sie unterschiedliche Entwicklungen durch. Treffen sie sich dann wieder, kommen sie nicht immer miteinander aus. Wenn das die von Ihnen so geschätzte Individualität ist, stellen wir Ihre Urteilsfähigkeit in Frage. Hä? Dieses Thema ist irrelevant. Wichtig ist nur die Mission. Haben Sie eine Entscheidung getroffen, ob Sie die Heretics umschreiben wollen oder nicht? Wir versuchen noch immer einen Konsens zu finden. Einige Prozesse sind für Zerstören, andere für Umschreiben. Im Grunde ist Legion sein eigener Senat, wo die Stimmen gerade dabei sind, sich gegenseitig anzuschreien und sich gerade debattieren, was als nächstes der beste Schritt ist. Aber anstatt dass es uns mehrere Dutzende von Milliarden Tage dauert, gefühlt, macht er das mit Lichtgeschwindigkeit, obwohl das hier auch an einigen Schwierigkeiten gerät. Gehen wir weiter. Ja. Ja. Ich liebe die Geth, sie sind die beste Rasse im Mass Effect in meinen Augen, sie sind mit die vernünftigsten. Aber mit vernünftig heißt ja nicht, dass sie auch nicht mal Fehler machen. Macht jede Rasse. Egal, ob robotisch oder organisch. So, das hier ist der letzte Raum, wo der zentrale Datenkern gespeichert ist. Man wird hier hart verteidigen müssen, man kann es schon hier sehen. Schön, dass die Heretics ihre Surfer so so aufgestellt haben wie ein Labyrinth. Da gehe ich noch nicht ran. Nein. Okay, hier scheint es nichts mehr Wertvolles zu geben. Schade. Hallo. Ist das das? Ja. Wir uploaden eine Kopie unserer Runtime-Software in den Kern. Dadurch werden alle Kopien des Virus gelöscht. Danach erhalten wir eine Meldung. Die Indexierung kostet Zeit. Die Heretics werden auf unseren Upload mit Gewalt reagieren. Wir müssen diesen Raum halten. Das wird ja was. Wir können einige der internen Systeme der Station übernehmen und für unsere Verteidigung einsetzen. Bereit? Ja. Sie können die Geschütze genauso übernehmen wie die anderen vorhin. Wir können damit unsere Stellung verteidigen. Korrekt. Außer den Geschützen um uns herum gibt es noch weitere auf den Mainframes unter uns. Sag
sagen Sie uns, welche aktiviert werden sollen, dann werden wir sie programmieren. Es hält nur ein paar Sekunden vor und wir können immer nur zwei Geschütze gleichzeitig übernehmen. Na dann los, dann wollen wir mal. Beginnen Sie mit dem Upload, Legion. Wir werden diese Position halten. Dateiübertragung hat begonnen. Shepard Commander, wo sollen wir Verteidigungsmechanismen aktivieren? Achtung, Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattformen. Download übernehmen Gefechtsturm. Übernehmen Ihr Ziel. Samara, du bist dein. Einverstanden. Egon, du bist dein. Bestätige. Es macht auch hier Sinn, hier oben sich zu verbaggern und abzuwarten. Ich. Die Musik dabei noch. Hier ist geil. So, Legion ist da, sondern ist da wie gewohnt. So. Noch mehr? Jungs, Mädels. Achtung, Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattformen. Netten Gefechtsturm. Ah, jetzt mal Raketen aber auch noch. Aber auch lange nicht mehr gesehen. Ja, das Schnellschussgewehr, der Gef mit Impulsgewehren ist extrem krank. Ui, ui, das war knapp. Warum leckt es gerade schon wieder? Ist irgendwo so eine kaputte Leiche wieder wie vorhin? Würdet ihr bitte vielleicht meine Stellung bleiben, wo ich euch geschickt habe? Ja. Ja. Suchen uns Deckung. Ah, das Gaff-Impulsgewehr ist super. Legion, lenkt die mal ein bisschen ab. Nein, Freundchen, du bist aber gleich wieder normal, also bräuchte ich nicht mehr. Freundchen, ich kann dich noch sehen. Was ist los? Das ist doch mal geil. Ja, gut. Scheiße. Kurzer Cut. So, Cut vorbei. Keine Ahnung, was das gerade war. Xbox, keine Ahnung. Echt scheiße. Egal, ich bin wieder hier, also nochmal. Beginnen Sie mit dem Upload, Legion. Wir werden diese Position halten. Dateiübertragung hat begonnen. Shepard Commander, wo sollen wir Verteidigungsmechanismen aktivieren? Jetzt darf der Spaß nochmal beginnen, jetzt reicht's. Jetzt reicht's mir, aber ich stehe jetzt hier und schieße sie alle so ab. Führen Sulu-Command aus. Sulu-Command? Achtung. Eins. Tschüss. Tschüss. Hack mal Legion, danke. Tschüss. Umarme die Ewigkeit. Ach ja. Kontakt hergestellt. Weder. So. Legion, du nimmst diesmal dein Scharfschützengewehr. Wechseln Sie. So. Tschüss. Ach, Legion, ich sollte dir doch das Scharfschützengewehr mal geben. Könnt ihr nicht einfachste Befehle befolgen? Scheiße daneben. Jetzt ist die Muni alle.
hacken. Toll, danke Säule. Meine Güte, was ist das gerade gewesen? Mädels und Junge, mehr oder weniger. Bleibt mal in eurer Position und hört meine Finger zu ignorieren. Ablenkung, danke. Launches. Ja, kann. So. Geschafft, geht doch. Datensuchanalyse komplett. Shepard Commander, es ist Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben wir die Heretics um oder löschen wir sie? Haben Sie kein Problem damit, Ihre eigenen Leute zu beseitigen? Jedes intelligente Lebewesen hat das Recht auf seine eigenen Entscheidungen. Die Heretics haben einen Weg gewählt, der Koexistenz ausschließt. Sie haben das Recht auf ihre eigenen Entscheidungen. Und dennoch schlagen sie eine Gehirnwäsche vor, um sie auf ihren eigenen Weg zu bringen. Wir haben nur auf diese Option hingewiesen, sie jedoch nicht empfohlen. Die Entscheidung liegt bei Shepard Commander. Das stimmt, der hat nicht wirklich gesagt, dass er dafür wäre. Nur, dass er sich dass er nur die Option offen hält. Was hält sie davon ab, das Virus später erneut einzusetzen, um die Veränderung rückgängig zu machen? Wir werden das Virus nach Benutzung löschen. Wir halten es für zu gefährlich, um seine weitere Existenz zuzulassen. Ja, und warum habe ich das sagen? Warum lassen Sie mich diese Entscheidung treffen? Es sind Ihre Leute. Wir sind uneinig. Unsere hochrangigen Runtimes finden keinen Konsens. 573 sind für Umschreiben, 571 für Zerstörung. Shepard Commander, Sie haben gegen die Heretics gekämpft. Sie haben den Überblick, der uns fehlt. Die Geth legen ihr Schicksal in ihre Hand. Ich bin dafür, obwohl sie unsere Gegner waren in Erst Mass Effect, sie könnten auch gute Freunde werden. Wenn sie umgeschrieben werden, werden ihre Leute sie dann wieder aufnehmen? Werden sie überhaupt zurückkehren wollen? Sie werden unserer Beurteilung zustimmen und zurückkehren. Wir werden ihre Erfahrungen integrieren und das wird uns alle stärker machen. Nehmen Sie sie. Setzen Sie das Virus frei, sobald wir den Kern kontrollieren. Verstanden. Setze Virus frei. Achtung! Fernzugriff mittels Hochgeschwindigkeitsübertragung erforderlich. Was bedeutet das? Das Virus wird an Heretics in benachbarten Sternensystemen geschickt. Diese Station wird einen sehr starken elektromagnetischen Impuls über die ULG-Kanäle senden. Wie stark? Leistung wird 1,21 Petawatt überschreiten. Achtung! Die elektromagnetische Strahlung ist für organische Lebensformen ohne Schild lebensgefährlich. Zusatzbemerkung. Das Innere dieser Station verfügt nicht über einen Schild. Ich wünschte wirklich, Sie hätten das früher erwähnt. Zurück zum Schiff. Im Laufschritt, Leute. Da wollen wir doch mal. 30 Vorbild. Ist doch schön, aber haben wir nicht mehr gebraucht. Stell weg! Alarm! Alarm! Hey, du, versteck! Ey! Tschüss! Schönes Durchballern auf dem Weg! So! Scheiße! Das ist ein Dumm. Großen Dicken. Oh. Oh, Scheiße, schnell weg. Schnell weg.
Okay, haben wir doch geschafft. Hui. Das Umschreiten der Geth-Hertix wird die Hauptfraktion der Geth deutlich mächtiger machen. Angesichts des Auftauchens der Weaver könnten sie mögliche Verbündete werden. Ja, das hoffen wir doch. Obgleich eine langfristige Zusammenarbeit eher unwahrscheinlich erscheint. Unabhängig davon haben sie die von der Geth-Stützung beschafften Daten wertvolle Einsicht in den sozialen und technologischen Prozess bei KIs geliefert. Jäger müsste nach Shepards Hilfe bei Geth-Hertix Mission Loyal gegenüberstehen. Ja. Verwendest du sich... Was ist dann doch los heute? Fick... Internet, fick dich heute. Was ist los? Kurzer Cut. Oder sagen wir es mal so, die Mission ist eh abgeschlossen. Das Einzige, was ihr jetzt noch tun müsst, ist auch mit Legon reden. Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir mit Legon reden. Danke dafür, dass ihr zugeschaut habt. Diesen kleinen Fels hier.